So, Session Nummer 12. Ich glaube ja. Ich habe jetzt wie lange nicht gespielt? Eineinhalb Tage ungefähr. Passt so. Ach ja. Ich erinnere mich. Ja. Wo könnte man nochmal hingehen? Kakariko eventuell. Ja. Steht genau vorm Schreintypi und was willst du denn von mir jetzt? Na komm. Verpiss dich. Ich stehe genau vorm Schreintypi und port mich da raus. 20 Minuten später frage ich mich, warum der Schrein nicht gelöst ist. Was mache ich überhaupt jetzt heute? Ich habe das ganze Gebiet hier gelöst. Ich habe noch den Todesberg, Akala, das die Gerudo Hochebene und Gerudo Wüste halt. Eigentlich will ich jetzt doch endlich mal nach Akala. Eigentlich schon, ja. Epona gammelt bei dem Schrein rum. Wie komme ich jetzt am schnellsten nach Akala? Prinzipiell ist das schnellste. Ja, gut. Von dem Schrein aus, oder? Stall des Waldes. Dann einfach hier lang reiten. Gibt es hier keinen schnelleren Weg? Naja gut, wenn ich mich hier importe, da hochlaufe, dann gibt es da, glaube ich, direkt einen Schrein. Ach, nicht Schrein. Einen Pferdestall. Ich glaube, ich mache das auf die Art und Weise. Ja. Ich nehme auch mal das erste Mal, glaube ich, über Tag auf. Dementsprechend. Ja. Eventuell wird es ein bisschen holpriger sein. Eventuell wird irgendwas dazwischen kommen. Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Zumindest für eine Stunde hätte ich Ruhe. Hoffe ich mal. Gut, brennende Ausrüstung, ja, ist okay. Noch 42 Schreine. Ich habe übrigens einmal geschaut. Ich habe jetzt insgesamt bis Ende von der letzten Session. Nein, ich möchte noch nicht mit euch reden. Habe ich da gerade einen Schrein oder so gesehen? Warte. Ah ne, das Ding ist vorne geblinkt. Ich habe 53 Parts. Also extrem viel ist. Ich bin noch nie diesen Weg hier lang gelaufen, glaube ich. Guck, guck. Gibt es hier irgendwas? Ich weiß. Ich laufe jetzt bis zum Pferdestall und wenn ich den Pferdestall habe, dann gehe ich ein bisschen Farotra farmen. Das ist, glaube ich, mal ein guter Plan für heute. Solange ich kein Depono habe, nehme ich mal den Trank so lange. Ich wette, da oben drauf ist ein Krog. Ich wette es doch. Und Moment, hier gab es auch ganz einfach Schreine. Zum einen den und zum anderen. Aua, Penner. Dein Kopf steckt im Boden. Kannst mich mal. Und der andere, der war dann doch. Moment. Der war auch irgendwo direkt hier. Och nee, das ist der. Igitt. Ja, komm, nehmen wir jetzt den Umweg. Nimm den Krog hier mit. Der ist irgendwo da. Irgendwo da ist auch noch ein Schrein. Hätte ich wieder 2 Stunden, hätte ich ja meinen finalen Ausdauerbalken theoretisch. Warte mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Der doch passt. Denk, ich hätte die Ausdauer gerne weiter behalten. Na, rennen wir ein bisschen so. Dip, 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 dip. Ach, das kommt locker hin. Ja, komm, und auf dem scheiß Baum da vorne ist doch bestimmt auch wieder ein Krog. Einmal so markieren. Ändern. Krog. Jetzt will ich mal kurz gucken. Da sind auch irgendwie 3, 4 Stück auf dem Todesberg. Aber wo ist der, den ich meine? Ich glaube, der ist da. Ja, der ist relativ dicht beim Dingensbumsen. Beim. Hier. Pferdestall. Das ist aber nicht der Schrein Richtung Akala. Ja, doch, ja, prinzipiell, ja, gut. Ja, doch. Passt da vorne, ist dann durch die Weggabelung. Das passt doch von der Aufteilung. Ist da ein goldener Bockblin? Oder sieht es nur so aus? Ne, ist nur ein schwarzer.
Will ich es riskieren? Falscher Fall, falscher Fall, falscher Fall. Oh. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich. Oh, die haben mich alle gesehen. Ihr habt mich alle gesehen. Oh. Fuck my life. Moment. Ich habe zwar das Masterschwert, aber es ist relativ nutzlos gegen die Horde. Das ist meine einzige. Okay, einer weniger. Au, ich möchte doch nur drehen. Au, au, au. Okay, das tut nicht mir, wie sondern euch. Oh, oh. Au. Sag mal. Von wo schießt der? What? Ach, du bist... Na komm. Du Penner. Ich drehe mich jetzt hier noch eine Weile. Du kannst mich mal. Stachelmobkeule nehme ich auch gerne mit zum Drehen. Starker Extra-Schild ist mir nicht relativ egal. Warte mal, ist der andere gerade hier gestorben, wo ich ihn runtergekickt habe? Nee. Vergiss es. Das war eine scheiß Idee. Wo ist mein... Wo ist mein... Oh oh. Oh oh. Hab ich sie jetzt fallen gelassen? Oder... Ne, die ist gegangen. Hier könnte ich beide mal. Wenn ich dann bei Rot drücken, kann ich auch mal wieder ein paar hier Dingens Dorian suchen. Habe ich ein Bild von denen? Ich hoffe. Na komm. Haben jetzt ja genug Äpfel. Dip, dip, dip. So. Feuerpfeile. Oh Gott, Ichirox. Ah, verpisst euch. Ihr gibt nichts Tolles raus, außer vielleicht ein Erz und dauert zu lange zu bekämpfen. Kein Kosten-Nutzen gewinnt quasi. Ja. Dip, 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 dip. Wo ist dieser Kackschrein? Hier unten ist doch irgendwo. Ich hasse es, wenn ich Autos zu langsam fahren höre. Ja, schlägt aus, dann ist er hier echt irgendwo noch. Okay, und ich bin wieder nicht beim Weg. Schön. Da sind so viele Crocs einfach am Weg gelegen. Ich glaube, ich muss hier links rein. Kann das sein? Blutlinge sind schön. Blutlinge brauche ich erstmal nicht. Die heißen Gegenden habe ich hinter mir. Und da ist natürlich der Schrein. Hopp. Hopp. Hallo Schönheit. Tamur-Schrein. Das ist sogar ein Schrein, den Hering mal gefunden hat. Die Wendeschreine bieten keinen Halt, wenn eine Leiter nur andere Mittel. Ah ja, antike Wände. Die geben keinen Halt, aber so ein scheiß Berg, der ja kopfüber ist. Okay. Passt schon. Überspringen. Also. Feuerwaffen, Feuerwaffen, ich hab dich. Es werde Feuer. Mein Feuerstab hat keinen Saft mehr. Ist noch was?
Ja gut, alternativ hätte man sich hier mit einer Holzwaffe bedienen können. Das ging jetzt schneller, eindeutig. So. Noch irgendwas. Na los, abrennen. Felsenspalter. Nice. Opal, ja. Mein Pfeil. Was? Zum Teufel. Okay, irgendwas habe ich hier vergessen. Habe ich hier irgendwas vergessen? Sieht eigentlich nicht so aus. Habe ich alle Kisten? Nee, habe ich nicht. Moment. Was übersehe ich jetzt gerade? Die Kiste habe ich. Die Kiste habe ich. Da komme ich nicht rein, weil ich keinen Schlüssel habe. So, ich kam hier rein und habe hier erstmal gewütet. Kann ich irgendwie irgendwas rausziehen? Oh, warte mal. Da liegt er doch. Moment. Du hättest aber schon durchgepasst, muss ich sagen. So, hier Schlüssel öffnen. Ne, halt Kiste öffnen. Nicht Schlüssel öffnen. Rhodonit, 210 Rubine. Passt. So. Los hier. Mach hier einen Link. Du kennst das. Das ist immer das gleiche mit denen hier. Prüfung gemeistert. Ja, lass mich raus. What the fuck? Ich schreie da draußen rum. Ich bin schon wieder seit 14 Minuten am Rumrennen hier. Na gut, einen Schrein habe ich schon mal. Ach genau, was ich gerade sagen wollte, ich habe 53 Teile gerendert. Und ich glaube, die erste Session mit 6 Stunden war echt die längste. Mit 13, ja, Teilen aufgeteilt. Teilen aufgeteilt. Okay. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, insgesamt spiele ich schon seit 28 Stunden und irgendwie 33 Minuten. Oder 36, eins von beiden. Und ich überlege gerade so im Nachhinein, wow. Das ist schon heftig. Jedes normale Zelda geht maximal 30 Stunden, sag ich mal. Wenn man die Story spielt und alle Herzteile sammelt. Also geht gut 30 Stunden. Und nebenbei, wenn ich mir jetzt Zelda so angucke hier, also dieses Zelda, 30 Stunden, ich habe noch nicht alle Herzen, ich habe nichts von der Story eigentlich großartig mitbekommen. Aber passt schon. Ich will jetzt auch nicht hier das Camp hier machen. Ich musste zwar ein paar Gegner mal da machen, aber. Komm, da unten ist doch auch wieder ein Scheißdingens. Hey, das sind keine. Oh, fuck. Ich meine schon, dass es das Leuchtsteine sind. Die sind immerhin was wert. Nein.
Nein, du ignorierst mich. Okay, du kannst mich gar nicht ignorieren, so wie ich eben gestanden. Wow. Aber ich dachte, das wäre irgendwie ein Krogsamen mit diesen Statuen. Das sah so leicht von oben danach aus. Okay, ich sollte aufhören, so viel klettern zu wollen, wenn ich die Kackrüste noch nicht geupgradet habe. Miau. Der Schrein der Nähe, also ich glaube, den kann man jetzt echt nicht daneben hauen. Beim Finden. Ich würde gerne den Turm machen, weil dann kann ich auf der Karte alle Schreine markieren. Ja gut, da geht's Richtung Todesberge. Da will ich aber eigentlich nicht hin. Ich will eigentlich da, in die Richtung. Akala. Eispulmago, Stall am Berge. Kashiva, du hast keine Quest für mich hier. Blub, blub, ich überspringe das. Achso, nee, das ist nur wegen Epona. Jetzt gerade nicht. Dann hast du hier keine Quest. Das war mir aber auch klar. Hier, Schreinquest. Ey, wenn ich nur auch so malen könnte. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Oso, der Besitzer des Stalls. Oso. Irgendwie der Name kommt mir bekannt vor. Hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachtet den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Der Stall ist da rechts. Ganz klein. Der Vulkan ist groß. Und links ist ein scheiß Berg. Aber gut. Das muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Und dieser Schrein links im Bild, ich wusste gar nicht, dass sich dort einer befindet. War ich gerade. Merkwürdiger Ort für einen Schrein. Was, du warst dort? Nun ja, wenn man motiviert genug ist, schafft man es wohl überall hin. Ja, oder wenn man einfach durch die Gegend rennt. Du gibst mir wieder... Nee, du gibst mir einen Löschtrank quasi. Stimmt. Ist das der, wo ich die Dingens kaufen kann? Tach. Wenn du hier im Schleimberge Halt machst, bist du wohl auf dem Weg nach Goronia. Genau, dachte ich mir. Warte mal, willst du dem Aufzug nach Goronia? Ja. Und deswegen landen Touristen immer wieder in Schwierigkeiten. Es gibt dort viele steile Klippen und ab der zweiten Etappe ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Normalerweise mische ich mich ja nicht ein, aber ich will dich auch nicht in dein Verderben rennen lassen. Tja, ich schätze, muss es wohl so sein. Meine Brandschutzmedizin schützt vor diesen extremen Temperaturen und ich kann dir welche verkaufen. Selbst erfahrene Reisen nehmen für den Weg nach Korea mindestens 3 mit. Ja komm, gib 3 Stück her. Prinzipiell bräuchte ich nur eine, wenn ich es, ja, gut anstelle. Hier ist extrem Spaß übrigens, mit nur 6 Minuten 10. Ich habe immer noch den scheiß Käfer. Der wird mich immer noch anschnauzen, wenn ich ihn nicht gebe. Oh, was haben wir? Nein, nein. Ausdauerkäfer brauche ich. Irgendwann nochmal für irgendwas. Ich weiß gerade nicht, was es war, aber... Nein, danke. Ja, komm. Kaufen. Gib mir einfach nur eine Scheißpfeile her. Ja, die Maxi-Echse, die lächelt mich jetzt aber wirklich an. Wird Kröte theoretisch auch. Ich glaube, ich muss mal komplett Terry leer kaufen. Die kosten aber halt 100 Rubine das Stück. Komm, Maxi-Echsen. Doch Fitkröten habe ich noch genug. So. Gucken, was kann ich jetzt eigentlich kochen? Ich brauche theoretisch Maxi-Gerichte ein paar. Hier in die Hand, Fitkröten. Bocklenhauer. Na gut. Ist trotzdem einmal komplett Wiederherstellung, von daher passt das. Die Herzen will ich eigentlich hier nicht nutzen. Fakt ist. Ich habe nichts, was ich einfach gerade nicht brauchen könnte. Dann die Hauer. 3 Maxi-Dinger. 3 Maxi-Echsen geben einen ganzen 13er Boost. Nice. Und das auch nur mit dem Hauern. Schön, schön.
So, ich habe doch noch ein paar Trüffel angesammelt. Hier die Maxi-Trüffel. Okay. Fünf gibt ihr mir. Die zusammen mit, keine Ahnung, habe ich noch irgendwas Maxi-mäßiges? Maxi-Fische muss ich auch eigentlich mal farmen. Hier Maxi-Lachs ein, bitte. Das war's aber auch schon. Überspringen. Oh, 7. Fittling und. Was habe ich denn noch, was Ausdauer gibt? Eigentlich ja die Bienendinger, aber die will ich nicht nutzen. Sportkröten. Na komm, dann hauen wir einmal alle davon rein. Und was hatte ich gerade gesehen? Ausdauerschrecken. Hier Stück und ein Bockblenhorn. Naja. Passt so. Normale Nahrungsmittel habe ich eigentlich genug. Oh, passt. Also, wo war jetzt der Schrein hier oben auf dem Berg, oder? Ganz kurz. Ja. Wie gesagt, in die Richtung gibt es ja theoretisch auch noch Schreine. Aber ich will eigentlich eher in die Richtung. Ach, sag nicht, ich hätte da hinten. Oh, ich hätte eine andere Abzeigung. Ja, gut, alternativ kletter ich einfach da hoch. Zurückrennen, hochklettern. Zurückrennen, hochklettern. Ah! Ist ja ein Entscheidungszwang. Klettern geht schneller, aber braucht mehr Ausdauer und eventuell direkt meine Ausdauersachen. Und Pet ist nebenher mal im TS endlich angekommen. Jo, und habe ich gleich, wenn ich fertig bin hier mit der kurzen Aufnahme, dann habe ich auch wenig im TS rumgammeln. Oh nein. Pet ist da. Scheiße. An dich erinnere mich auch. So. Eigentlich ist es relativ einfach hier. Moment. Genau. Du warst nämlich aus Eisen, habe ich gesehen jetzt gerade. Solange ich dich eigentlich habe, rollt keine andere nach. Alle aus Eisen? Ne, nur die hier. Ritterschwert. Fuck. Ich müsste, glaube ich, wieder zum Walter Krux irgendwann hin. Ja, komm. Die ist eh gleich im Arsch. Trio Exal Bumerang. Nehme ich das Ritterschwert mit. Du suchst hier echt eiskalt den Weg darunter, oder? Oh, warte, wenn ich die jetzt mitnehme, kann ich doch eigentlich gleich da ganz entschuldigt durchlaufen, oder? Habe ich alle Kisten? Ne, habe ich nicht. Da unten ist keine. Ach, hier kommt. Oh, fuck. Ich finde es interessant, dass die jetzt drin stecken geblieben ist. So. Ich finde es auch schön, dass das echt funktioniert. Ich vermisse eine Kiste. Die habe ich. Ach komm, jetzt wirklich. Ach, und darum eventuell die Dingens. Die, wie heißt das? Stahlkugel. Wenn man die Kiste da oben rausnehmen kann, eventuell.
Wenn man die Kugel dagegen schlägt, kann man doch bestimmt das aufbrechen. Das war jetzt drin, ich glaube, Rotolith, oder? Kann sein. Oh, es ist hier schön ruhig, wenn man die ganzen Kugeln einfach angehalten hat. Jo, Schreintypi. Hab deinen Schrein ein bisschen zerstört. Von der Mechanik. Tut mir leid. Du hast meine. Ja, hab ich. Und zwar sehr schön. Mit Bravour. Ich wurde nur einmal getroffen, weil ich nicht aufgepasst habe. Mal springen. Ich glaube, ich kletter jetzt noch bis zum Turm hoch. Um den Turm und. Dann war es das auch, glaube ich, schon. Sobald ich so recht müde bin, weil ich irgendwie heute Morgen. Ja, ich komme ja gleich. Braucht mich nicht anstupsen. Klein anstupsen. Ah, komm, gleich. So. Wo musste ich? Da musste ich hin. Habt ihr sonst auch irgendwie einen Schrein in der Nähe, den ich mir holen müsste? Irgendwie, ich glaube nicht. Ja gut, da vorne gibt es auf jeden Fall einen scheiß Grog, das weiß ich. Und ich glaube hier unten? Nee. Da unten gab es auch einen Grog. Da gibt es einen Grog irgendwie, meine ich. Und da oben drauf. Ist aber egal, das ist jetzt. Nee. Ich werde es einfach nur zu dem scheiß Turm hoch. Ich glaube, da gab es auch einen Krog, oder? Ich muss meine scheiß Rüstung upgraden. Dann kann ich endlich weniger. Kann ich endlich mehr springen. Mehr springen und weniger Ausdauer verbrauchen, genau. So passt's. Kannst du hier rauf stehen? Kannst nicht darauf stehen, habe ich recht? Alter, was ist, wenn ich jetzt das Set eigentlich anlege? Ich müsste ja eigentlich zumindest den Speedboost damit echt gut gebraucht werden. Es fängt nicht jetzt an zu regnen, oder? Oh, fuck you. Brücke von Akala. Fuck you, Spiel. Just fuck you. So, wie werde ich die jetzt am besten hier los? Habe das Gefühl, ich krieg das demnächst selber in die Fresse. Ist so elegant aus. Ja. Ja, bleibt das Problem, dass es jetzt da draußen regnet und ich hier eigentlich hochklettern müsste. Die könnten auch relativ stark im Weg sein beim Klettern. Jesse. Just for my safety. Dass das getroffen hat. Oh, es regnet gerade nicht. Oh, schnell, 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 schnell. Alternative kann man hochlaufen, okay. Bin auf der Spurtfeilchen. Davon brauchte ich für die Kletterrüstung welche, habe ich gelesen. Aber für was brauche ich die ganzen Ausdauersachen noch? Ach, genau, für Dingens eventuell. Für die Zora-Rüstung später. Okay. Schrein in der Nähe. Oh fuck. Was für ein Schrein denn jetzt schon wieder? Oh, okay, der Schrein. Das ist wiederum schade, dass man diese ganzen Gebilde eigentlich gar nicht rein kann. So, den fliegenden, ja. Ach, da unten ist auch schon wieder. Ach. Okay, da unten ist dann der Stall. Dann kann ich mir von da Epona holen.
Da ich jetzt keinen Bock auf Konversationen mit dem fliegenden Typen da haben will, komme ich am schnellsten hoch. Erstmal den platt machen wir, sonst kriegt der mir gleich auf den Sack. Moment, scheiße, nein, nein, nein. Du bemerkst mich Gott sei Dank nicht, wenn ich hier hochklettere. Das ist schön. Da ist eine Zwischenplattform, wo ich stehen kann. Das ist auch schön. So. Eigentlich ist der Weg hier hoch relativ easy. Man könnte auch den Weg entlang laufen, aber ich frage mich ja, kann ich auf diesen Scheißdingern hier eigentlich. Okay, ich kann. Das Spiel ist so schlau und lässt mich hier rauf stehen. Okay. Das wundert mich jetzt. Oh, Story war was. Warte mal, von hier aus war dann nach rechts hin. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hingehe, hier war fast einer nochmal direkt drüber. Ich höre schon wieder gar noch Kotze. So. Warte, warte, bitte, bitte. Nein. Okay. Wir sehen unser Masterschwert, es leuchtet. Ich möchte einen vernünftigen Schild gegen den haben. Du bist dann nur stationär. Aber es ist mir egal. Und bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam. Das war erstaunlich einfach. Jesse. Bleib dabei, irgendwo musst du doch hier relativ leicht noch ein Ding zu sehen sein. Krog. Ah, oder war. Nee, da war das. Kann das sein? Kann das sein, dass du das bist? Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, hab ich. Tschüssi. Ja. So. Und ich glaube, dann hatte ich genau. Dadurch habe ich dann das Ding hier bekommen. Und hier leckt es extrem gerade. Wow. So. Einmal hier rüber, Akkalaturm. Ja, einmal kurz gucken. Ja, da unten ist. Komm, der da unten ist ja eine Kraftprobe, das weiß ich. Ich sollte auch richtig drüber laufen, Link. Ja. Vor allem ich, Link. Das war eine scheiß Idee. Dass da jetzt ein Silberner oben hockt. Das finde ich auch extrem scheiße. Warte mal, das Masterschwert leuchtet eigentlich nicht, wenn ich das nicht. Okay. Dann. Du bist nur einer, dann kann ich dich einfach damit zu Tode stechen. Und ich würde sagen, wieder den ausrüsten. Hallo? Nein. Untersteh dich. Untersteh dich jetzt auch noch zu den. Du kannst mich mal. Ich hätte auch einfach ein Schwert nutzen können, aber wäre langweilig. Eispfeil, nice. Hopfenherz, nice. So, und hier habe ich einfach nur improvisiert irgendwann. Was dann doch zu blöd wurde. Genau, und hier hat es auch andauernd geregnet, wo ich das letzte Mal da war. Und dann habe ich da mir ein Feuer gemacht. Da war was. Ah ja, war nichts. War nur der Wind, der die Kiste mitgenommen hat. Bombenpfeil.
Jo. So. Hallo, mitkommen. So. Hier gibt es schon noch ein paar mehr Kisten, oder? Ist mir jetzt aber egal. Ups. Funktioniert das wohl so, wie ich es gerade denke? Ach, hier ist jetzt. Ah, da ist der Eingangsbereich. Ah, okay, ich muss doch hier. Okay. Du Penner. Du scheißdreckiges Arschloch. Zwei Hände, zwei Hände. Are you fucking serious? Sich verarschen? Ich glaube, es hakt bei dir. Und dann verbisst er sich einfach wieder. Zäh. Link. Link, du kannst da. What the fuck? Just fuck you. Du fällst mir jetzt hier nicht runter. Hier nehme ich die mal bitte weg. Du fällst hier nicht runter. Ich will deine scheiß Drops haben. Du bist runtergefallen. Ach, du Penner. Ich möchte anmerken, hier normal hochzukommen ist eigentlich fast unmöglich. So. Hopp, 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 hopp. Okay, Link, bitte, reiß dich zusammen. Wieso bist du jetzt auf einmal da? Du kannst da nicht hinkommen, einfach so. Bist runtergefallen. Letzter Sprung? Ja, reicht. Liegt da? Nee. Das ist nur ein abgeschlagener Arm. Ich überlege gerade, kann ich von diesem Turm eigentlich. Eigentlich kann ich von diesem Turm auch ideal in die Richtung von dem Turm dann fliegen. Aber nicht jetzt, nicht beim nächsten Mal. Was sagt die Uhr? 40 Minuten. Das heißt, ich kann daraus 22er gleich machen. Yay! Schickersteiner kann, Schickerturm wird aktiviert. Oh yes. Ein Schrein, zwei Schrein, drei Schrein. Vier. Hier sind doch weniger als gedacht. Ich meine, hier sind viele, aber weniger als ich gerade gesehen habe. Ich müsste auf die Karte gucken. Die Datenübertragung beginnt. So, hab auf meine imaginäre Uhr geschaut und gemerkt, das dauert eigentlich zu lang. So. Stimmt, dann können wir schon mal die ganzen Scheißdinger jetzt markieren. Also. Wenn ich kann. Da oben ist kein. Ja, gut, beim Dr. Zoras. Da hinten ist einer. Den bei der Tingelinsel hatten wir eh schon markiert.
Ja gut, den kann ich dann einfach mal hier so einen Topf löschen. Ich wollte jetzt ja Töpfe dafür nehmen. Na, theoretisch ist da einer. Und hier bin ich mir nicht sicher, ich glaube nicht. So. Dann haben wir hier einen. Hier ist eine Fee. Muss mal kurz hier runter gucken. Weil ich verliere gerade alle meine Herzen, glaube ich. Moment. Link, ess ein bisschen mehr. So. Ist doch weiter weg als gedacht. Habe ich jetzt. Ja, habe ich. Kochtopf, bitte. Danke. So. Dann weiß ich, dass hier einer ist. Dann weiß ich, dass hier einer ist. Theoretisch ist dann ein Stück weiter hier auch irgendwie noch einer. Hier ist einer. Ja, und hier ist einer. Hier ist ein Krux. War hier einer? Nee, hier war keiner. Das ist nämlich nur der, glaube ich. Und den kann ich mir holen, aber dann müsste ich da die Story triggern. Dann war einer hier so ungefähr. Einer, glaube ich, da so, einer da so. Passt. Also, wir haben zumindest für das Gebiet, wenn ich den da vorne auslasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe jetzt 4. Macht 15 Herzen und einen Ausdauerbalken, den ich dann hier haben werde. Gut. Dann hier nochmal 16 Herzen. Achso, da habe ich mir den markiert. Drachenfarm-Spot. Ich dann so markiert. Verdammt, ich wollte noch Farotra ein bisschen farmen, oder? Ja gut. Ich gehe zumindest schon mal hin. Vielleicht mag ich das Offscreen einfach gleich. Wir werden auf jeden Fall dann hinterher eine Menge Farotra später haben und weil je nachdem, wie lange ich das mache, auch in Rubinen schwimmen. Aber mal schauen. Da bin ich mir nicht sicher, wie lange ich das mache. Mal gucken. Ich hatte schon nach 10 Stück letztens keinen Bock mehr. Weil es einfach so nervig ist. Und wir werden auf jeden Fall weniger Bögen und Pfeile dann haben. Das kann ich schon mal sagen. Ach, ich weiß ja, warum ich jetzt das nicht machen wollte. Weil ich die Zora-Rüste noch nicht habe. Oh. Okay. Ist mir jetzt aber egal. Ich gehe gleich hoch, farm ein paar Stück und dann passt das. Ich sag wiederum, ciao.